um uns in dieser Jagd weiter zu bilden oder zu entwickeln. Also, wenn uns er da erklären. Ich verstehe nicht, warum du so schreist, wenn ich ihn meine Faust in die Rippen ramme. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! So. Danke. Was ist los? Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher. Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Ja. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut bist, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Okay. Let's the party begin. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Das wird vielleicht ein Ritt. Okay, das bringt nicht. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Karagor bin ich zu langsam. Okay, das wird irgendwie
nicht wirklich was. Scheiße. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Das klingt recht einfach. So, okay. Ich muss diesen Grauch zu Torven führen. Ich habe schon größere Grauchs erlebt. Da war ich noch ein Junge. Mein Arm reicht nur bis zum Kind. Schritt rein. Schieß ihn in den Kopf. Okay. Das ist Schritt 4. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt ganz mächtig. Endet durch den Stich meiner Klinge. Okay. Ah, hab's kapiert. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Yeah. Sehr schön. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neuen Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Okay.
Danke. Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die Harte an. Okay. Ja, wir werden das natürlich gleich weitermachen, dann diese Bestien-Sache. Tötung vollendet. Gut, wir werden diesen Turm erklimmen. Weiter geht's. Ich wette, dass der Truchsess von Gondor sich wünscht, er hätte mehr Männer am Tor. Obwohl das natürlich kein Unterschied würde. Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Okay, wir machen noch den Turm und dann ist die Folge mal für heute aus. Also, dann ist die Folge aus, Bruder, und dann machen wir noch eine. Ach so, ja, Fähigkeit erhalten. Okay. Lassen wir jetzt nochmal, weil ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das mit dem Brandmarken muss ich mir mal irgendwie genauer merken. Ich kann da also anhand meiner Seite richtig. Ich bin bereit. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Ich werde ihn noch in der Luft mit meinen Bolzen durchlöchern. Oh.
froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack. Okay, mach schon weg. Und das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.